400 meter der Männer. Anur Baraka von Lausanne Sport Athletisme, der Franzose, er läuft auf Bahn 1. Dann der Athlet von LC Zürich, Jonas Gehrig. Jonathan Willen, ebenfalls ein Franzose aus Genf, auf der Bahn 3. Tony van Diepen aus den Niederlanden auf Bahn 4. Greg Newell, Irland, auf Bahn 5. Und Florian Schwarb vom BTV Aarau Athletics, er auf Bahn 7. Hat mich jetzt ganz kurz verwirrt, nachdem da in den Dokumenten steht, dass Jonas Gehrig für TV Unterstrass Zürich läuft, aber da hätte ich was verpasst. Auf seinem Shirt steht aber immer noch LCZ, also Jonas Gehrig auf Bahn 2 für den LC Zürich. Dann ist Baraka Gehrig, Willen van Diepen, Newell, Lutz und Schwab. Van Diepen mit 46,43 sicher zu favorisieren. Er auch ein sehr guter 800-Meter-Läufer, 1,48, schon gelaufen. Willen auf Bahn 3 und los geht's wie die Feuerwehr. Greg Newell läuft schon zu Silvan Lutz nach vorne. Der kleine irische Athlet auf der Bahn 5. Alles schon mit dem Zürcher. Gut gemacht, dann Gehrig, jetzt sehe ich natürlich, dass Van Diepen nicht am Start ist. Lutz hält dagegen, Gehrig auch mit dabei. Newell ein bisschen zu forsch angegangen, es ist Lutz, der führt. Er hat sehr viel Erfahrung über diese Distanz. Gehrig kämpft mit. Newell kommt noch einmal auf und es ist Gehrig, der sich nach vorne kämpft. Und auf Bahn 2 ist es Jonas Gehrig, der mit 47,77 eine neue persönliche Bestleistung aufstellt. Ein beherzter Lauf, ein starker Lauf für den Athleten vom LC Zürich.